Ja, mein Name ist Stefanie Zepf, ich bin vom Institut für Lerninnovation, dort Mitarbeiterin und kümmere mich sozusagen um die Planung, Organisation und Durchführung unserer E-Prüfungen, die hier an der FAU stattfinden. Zudem berate ich die Dozierenden, wie sie zum einen natürlich E-Learning allgemein, aber auch E-Assessments im Speziellen in ihre Lehre integrieren können. Genau, und heute, unser Vortrag geht sozusagen über E-Prüfungen und um kompetenzorientiertes Prüfen. Elektronisch praktisch gut, der Frage wollen wir heute nachgehen und wir hoffen, dass wir Sie am Ende davon überzeugt haben, dass wir aus diesem Fragezeichen ein Ausrufezeichen machen und ja, lassen Sie sich. Wir zeigen auch viel Material von FAU-Lehrenden, die so nett waren, uns Prüfungsaufgaben elektronisch zur Verfügung zu stellen und die schauen wir uns auch noch an. Genau. Ja. E-Prüfungen, wahrscheinlich ist den meisten der Begriff natürlich bekannt. E-Prüfungen sind sozusagen vergleichbar mit schriftlichen Klausuren, nur dass die nicht am Papier und im Stift stattfinden, sondern wie Sie hier sehen, an einem SIP-Pool. An der FAU nutzen wir hier öffentliche Rechnerräume. Dort sitzt dann ein Student und führt seinen Test durch. E-Prüfungen, das Besondere daran ist, dass der ganze Prozess von der Erstellung der E-Prüfung über die Durchführung, auch die Auswertung und dann auch die Dokumentation und die Rückmeldung der Ergebnisse alles auf elektronischem Wege stattfindet. Das heißt, ein Dozent sitzt an seinem Arbeitsrechner, erstellt einen Fragenpool, vielleicht sogar gemeinsam mit seinen Dozierenden oder Mitarbeitern und dann wird eine Prüfung erstellt, die dann die Studierenden sozusagen in diesen öffentlichen Räumen durchführen. Und der Student hat dann die Möglichkeit, wenn er die Klausur abgeschlossen hat und der Dozent die Klausur korrigiert hat, diese natürlich auch elektronisch einzusehen. Das heißt, E-Prüfungen sind eine spezielle Form des E-Assessments, also eine spezielle Form der elektronischen Lernerfolgskontrolle, der elektronischen Tests sozusagen. An der FAU ist es so, dass wir hier genau wie dieselbe System verwenden, und zwar ILIAS. Stud.on basiert auch auf dem Lernmanagementsystem. Wir nutzen hier auch einen gesicherten Prüfungsserver, sodass also einfach alle Sicherheitsbedenken geklärt sind, alles abgesichert ist. In den letzten Jahren ist der Anstieg an E-Prüfungen sehr stark gewesen. Wir haben in den letzten 2 Jahren einen Anstieg von über 300% verzeichnen können. Die Anfragen sind immer größer und immer mehr und immer mehr Dozierende finden daran Geschmack. In diesen SIP-Räumen, wie Sie hier sehen, finden im Jahr ca. 130 bis 150 Prüfungen statt und wir prüfen so im Schnitt im Jahr 8000 Studierende. Ja, Tendenz steigen, wie gesagt. Jetzt ist die Frage, diese elektronischen Tests. Was haben die denn für einen Nutzen, für einen Zweck und wann, wie werden sie eingesetzt? Und zwar auch an der FAU gibt es so unterschiedliche Einsatzzwecke. Man kann sich verschiedene Szenarien vorstellen. Eine E-Prüfung, die am Schluss, also summativ am Ende einer Veranstaltung stattfindet, natürlich den Zweck, ein Lernergebnis zu beurteilen. Ein Student möchte eine Note haben. Da natürlich, das ist eine andere Perspektive, können solche elektronischen Tests auch zu Beginn und vorab einer Lernphase stattfinden. Es werden also Lernziele festgelegt, zum Beispiel mit Hilfe eines Interessenstests oder einem Test zur Studienorientierung. Es geht also um eine Einstufung und eine Einordnung. Es ist also ein diagnostisches und beratendes Mittel sozusagen. Aber es ist auch, und es wird an der FAU sehr häufig eingesetzt und immer mehr, dass formativ, begleitend zum Lernen den Studierenden zu einer Veranstaltung Online-Übungstests bereitgestellt werden, sodass die Studierende ihren Lernfortschritt selbst kontrollieren können und direkt eine Rückmeldung zu ihrem Lernfortschritt bekommen und sich also sozusagen wunderbar auf eine bevorstehende E-Prüfung vorbereiten können. Das sind also die verschiedenen Szenarien, die auch an der FAU eingesetzt werden. Das sieht man auch ganz wunderbar, dass es immer mehr wird. Wir haben vorher davon gesprochen, oder Herr Professor Lobischach hat davon gesprochen, dass oft einfach Lernmanagementsysteme als Dateiablage verwendet werden. Ja, das ist so, aber das Schöne ist, dass also dieses Tool Test vor allem in Stud.on die zweithäufigste Nutzen hat. Also das wird am häufigsten an zweiter Stelle eingesetzt. Und das zeigt sich auch einfach wunderbar, wie häufig und wie toll diese E-Assessments und Tests angenommen werden. Ja, liebe Steffi, du bist schon voll im E-Assessment-Flow. Ich muss dich mal kurz rausschmeißen und mit meiner Kompetenzorientierung daherkommen. Weil wir müssen ja auch schauen, wie das zusammenpasst, E-Assessments, Kompetenzorientierung.
Da habe ich eine kleine Bildergeschichte mitgebracht. Der eine oder andere mag sie vielleicht schon kennen. Also, linkes Bild. Zwei Jungs gehen in den Park. Der eine hat seinen Hund dabei, den Lumpy. So. Dann sagt der eine, der das Hundeherrchen ist, zum anderen, du weißt du was? Die letzten Tage, da habe ich den Lumpy, den habe ich das Pfeifen gelehrt. Sagt der andere, mittleres Bild jetzt, ist ja cool, Wahnsinn. Aber ich höre mir nichts vom Pfeifen. Geht runter, lauscht an der Hundeschnauze, nichts passiert, der Hund schaut verwundert rein. Der kann, da ist kein Pfeifen, ich höre nichts, das pfeift. Dann sagt der andere, das Herrchen wieder, naja, ich habe ja auch gesagt, ich habe ihn das Pfeifen gelehrt, nicht ich habe es ihm gelernt. So, was hat das mit Kompetenzorientierung zu tun? Auf jeden Fall jenes, dass in der Kompetenzorientierung, in der Logik der Kompetenzorientierung, es nicht so wichtig ist, was der Lehrende sagt oder welche Inhalte er den Studierenden näher gebracht hat, sondern die Logik ist hier zwingend, nämlich, was kann der Studierende nach der Lehrveranstaltung? Was hat er drauf? Was hat er gelernt? Es geht darum, eben träges Wissen zu vermeiden. Spätestens seit dem PISA-Schock grassiert die große Angst, dass in den Uni-Absolventen nur träges Wissen in den Köpfen erzeugt wird. Und deswegen haben wir jetzt eben die Kompetenzorientierung, wo es eben um das Können geht, wie man es in Lehrveranstaltungen macht. Da haben wir einiges heute schon gehört, auch im Rahmen der Digitalisierung. Da kann man Blended Learning machen, Service Learning, forschendes Lernen, problemorientiertes Lernen, projektbasiertes Lernen, situiertes Lernen, weiß der Geier was, eine Riesenpalette, um eben kompetenzorientiert Lehre zu betreiben. Das ist aber gar nicht das Thema jetzt gerade, weil wir haben es ja gerade mit E-Assessments zu tun. Deswegen richten wir uns mal die Aufmerksamkeit auf das mittlere Bild, denn wir haben ja hier eine Prüfungssituation. Der Junge beugt sich runter und schafft eine Handlungssituation, in dem eben der Hund, in der der Hund pfeifen. Er soll vorpfeifen. Und das ist eigentlich die klassische Methode, um Kompetenzen zu prüfen, das sogenannte Performance Assessment. Also schaffe eine Problem, kreiere eine Problemsituation, eine Handlungssituation, in der der Studierende sein Können zeigen soll. Zeig, was du kannst. Demonstriere deine Fertigkeiten, deine Fähigkeiten. Schau, zeig uns, was du auf der Pfanne hast. Also das ist platt zusammengefasst, kompetenzorientiert prüfen. Ich habe jetzt mal ein paar Gesichtspunkte zur kompetenzorientiert prüfen zusammengesammelt. Das ist bitte nicht als Katalog oder Checkliste oder dergleichen zu verstehen, sondern es ist einfach nur mal ein paar Gesichtspunkte, wie man eben auf Prüfungen draufschauen kann, um zu beurteilen, geht es in Richtung Kompetenzorientierung oder nicht. Das allererste hat man ja gerade schon, nämlich das Kriterium der Fertigkeiten. Es geht nicht so sehr darum, dass der Lumpi jetzt zum Beispiel das Pfeifen definieren kann oder auswendig wiedergeben kann, was Pfeifen ist, sondern er soll pfeifen können. Also eben auch die praktischen Fertigkeiten. Was aber nicht heißt, dass wir kein Wissen mehr brauchen. Wir sind an der Uni, das spielt Wissen eine große Rolle und Kompetenzen geht auch immer einher mit Können, Wissen und ein Wollen gehört dann auch noch dazu. Also Wissen ist auch wichtig, aber hier müssen wir eben schauen, auf welcher Stufe, auf welchem Niveau wird Wissen geprüft. Da hatte ich ja gerade schon mein Lumpi-Beispiel, also eben eine Kreuzelfrage, nenne die Definition von Pfeifen, da gibt es vier Antwortmöglichkeiten und such die richtige aus. Versus, man hört sich verschiedene Pfeifstile an und analysiert die oder gibt chemisch oder biologisch den Prozess des Pfeifens wieder oder irgend sowas. Sie kennen sicherlich alle diese Modelle mit den verschiedenen Niveaustufen von kognitiven Tätigkeiten. Da soll man eben schauen, dass man ziemlich hoch kommt. Das müssen dann eben auch E-Prüfungen leisten können. Natürlich ist der Inhalt auch wichtig. Der Inhalt gibt auch ganz viel vor, wie komplex eine Sache ist, aber auch das ist eine andere Geschichte. Dann hat die Frau Klei heute früh auch schon Erhellendes gesagt zu Kompetenzarten. Es ist nicht nur wichtig, die Fachkompetenz zu haben, sondern man braucht auch überfachliche Kompetenzen, Sozialkompetenz, adäquat miteinander Dinge aushandeln können, adäquat Dinge präsentieren können. Die Kompetenzorientierung ist auch immer in der Logik der Verwertbarkeit. Also es geht um Teamarbeit, es geht darum, dass danach gute Fachkräfte, Unternehmer und so weiter die Uni verlassen. Deswegen sind auch ganz viele andere Kompetenzen wichtig, was dann eben auch in den Prüfungen berücksichtigt werden sollte. Problemorientierung hat man schon, also authentische Situationen, anspruchsvolle Situationen, Real-World-Situations, in der Probleme skizziert aufgeworfen werden, die dann in der Prüfung eben oder im Assessment bewältigt werden müssen. So. Dann haben wir noch ein weiteres Thema, das mir sehr wichtig ist.
Weil wir wollen ja nicht wie den Hund, der abgerichtet wird, wollen wir nicht unsere Studierenden abrichten, das kann es nicht sein, sondern es muss auch immer beim Assessment Raum für eigenständiges Denken und Handeln sein. In dem Moment, wo die Studierenden selbst was einbringen können, entbergen sie auch was über sich, wie sie zur Welt stehen. Und auch nur so kann Innovation stattfinden, als wenn wir nicht immer nur den gleichen Käse wieder produzieren. Natürlich gibt es auch viele Sachen, die der Studierende einfach drauf haben muss, aber Freiräume sind wichtig. Dazu gehört auch, sich kritisch mit der eigenen Wissenschaft mal auseinanderzusetzen. Letzter Punkt, eine Vokabel, die immer wieder auftaucht in letzter Zeit, das Constructive Alignment ist zum absoluten Renner geworden. Dahinter steht nichts anderes als die Idee, ob eben Lernziele, die Lehrveranstaltung und die Prüfung miteinander vernünftig aufeinander bezogen wurden. Also heißt, das Niveau, was ich in der Prüfung abfordere, das muss ich auch gelehrt haben. Ja. Das sind jetzt mal ein paar Gesichtspunkte und mit denen schauen wir uns mal ein paar schöne Prüfungen an. Wir möchten Ihnen also jetzt zeigen, wie das, was mein Kollege gerade erzählt hat, wie können denn E-Prüfungen, elektronische Tests einen Mehrwert liefern für Kompetenzorientierung in Prüfungen. Und dazu gilt erstmal nochmal herzlich herzlich mein Dank an die Dozierenden, die uns ein paar Prüfungsfragen zur Verfügung gestellt haben. Also Studierende, falls jemand anwesend sein sollte, jetzt genau aufpassen. Wir haben ungefähr 6 Fragen vorbereitet, in denen wir jetzt einfach mal zeigen wollen, was kann eine E-Prüfung leisten. Und genauso wie Sie es jetzt hier sehen, es ist ein Test, den auch zum Beispiel Studierende erhalten, wenn sie über die Prüfungsplattform mit einer scharfen Prüfung, E-Prüfung, geprüft werden. Oder sowas kann auch so aussehen. Was Sie hier noch sehen, ich hoffe, das wird deutlich. Es ist auch eine sehr übersichtliche Form des Prüfens. Genauso läuft es ab. Ein Student durchläuft eine Prüfung, beendet dann seinen Test. In einer echten Prüfung bekommt er natürlich keine Rückmeldung, sondern der Dozent muss natürlich nochmal drüber schauen und korrigieren. Aber hier auch der klassische Vorteil, es ist sehr schnell gemacht. In der Übungssituation können Sie diese Tests noch mit Feedback etc. anreichern, sodass Studenten auch wirklich, oder Musterlösung, Inhalte zur Wiederholung, Sie können auf ein Lehrmodul verlinken, das Sie schon angelegt haben. Also Sie können das wirklich noch sehr didaktisch, sehr wertvoll anreichern. Ja, und das soll auch unser Fazit sein. Elektronisch praktisch gut, wir finden ja, weil es vielerlei Vorteile bringt. Natürlich aus meiner Perspektive natürlich sehr stark didaktisch ist. Sie können Medien integrieren, dadurch die Kompetenzorientierung unterstützen. Sie können Feedback einbauen und das erfolgt direkt und sehr differenziert. Wenn Sie viele Studierende zu betreuen haben, mehr als 500, ist es schlecht möglich, individuelle Betreuung zu leisten. Die Studenten können es zur Prüfungsvorbereitung nutzen und werden dadurch auch vorbereitet, auf was auf sie zukommt. Die Erwartungen sind klar, es wird alles transparenter. Technisch ist es auch, sie können es einfach bearbeiten, es ist übersichtlich, leichte statistische Auswertung natürlich, sie können sich einen Excel-File ziehen und dadurch eigene Berechnungen anstellen. Es hat eine sehr hohe Auswertungsobjektivität, Thema Beispiel Freitext, die Schrift. Manchmal verleitet ihm einen doch, dass man vielleicht was hineininterpretiert, was nicht sein sollte. Es ist auch so, dass die Tests nicht mehr zur Korrektur aufgeteilt werden müssen auf verschiedene Dozierende. Dadurch ist es einfach viel objektiver. Der eine Dozent hat vielleicht bei einer Papierklausur mal ein Auge zugedrückt, der andere nicht. Das heißt, es ist viel, viel fairer für die Studierenden. Wir haben keinen Medienbruch, wie ich ganz am Anfang schon erwähnt hatte. Ist ja der ganze Prozess von der Erstellung der Prüfung über Durchführung bis zur Integration und Überführung in ein Notensystem, ist alles medial. Das heißt, Sie haben hier keinen Medienbruch mehr. Sie vertippen sich nicht, wenn Sie die vom Papierklausur in ein Notensystem die in der Note eintragen. Ich will nicht wissen, wie oft sich man dann schon mal getäuscht hat, vielleicht statt eine 2,3 eine 2,7 eingetippt hat. Ist möglich, ist menschlich und hier kann Technik eben eine gute Unterstützung leisten. Und zum Schluss natürlich noch organisatorisch, das ist natürlich einer der ersten meisten Gründe für Dozierende, dass es eine Zeitersparnis ist. Weil natürlich bei einem automatisierte Auswertung Sie währenddessen, während einer Prüfung läuft, eigentlich schon die Ergebnisse haben. Klar müssen Sie bei Freitext und Lückentext nochmal selber manuell nachkorrigieren. Das ist natürlich noch zeitaufwendig, aber man spart dadurch auch Zeit, wenn man die Schrift lesen kann. Sie können die Fragen zusammen sammeln, sich zusammentun im Team, können Fragenpools aufbauen. Beispiel Steuerlehre hat mittlerweile 3.800 Fragen, das ist eine große Leistung, kann von Generation zu Generation weitergegeben werden und auch modifiziert werden. Und insgesamt ist natürlich dadurch sehr kosteneffizient. Ja, spielt ihr noch mal kurz Bad Cop?
Also ich sehe die ganzen vielen Vorteile, finde ich echt cool, kann ich auch nur unterstützen. Aber natürlich ist das Ganze auch nicht ohne, aber vielleicht können wir darüber noch kurz sprechen. Ich weiß nicht, ich bin noch Zeit. Es wäre Zeit.